will, dass niemand erfährt, dass du mein Vater bist. Niemand? Zumindest so lange nicht, bis ich nicht weiß, ob ich mit dir Kontakt haben will oder nicht. Ich hab dich sehr, sehr, sehr gerne. Also doch. Du bist in Lars verliebt. Warte, Carla. Warum? Du hast doch was falsch verstanden. Ich liebe nur dich. Carla, wir sind nur Freunde, gute Freunde. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Dass du Gefühle für ihn hast oder dass du mich anlügst. Und du liebst sie auch. Das stimmt doch nicht, Carla. Bitte warte. Du musst mir glauben. Carla. Geht's dir nicht gut, Natalie? Nur etwas schwindelig, ist gleich vorbei. Weißt du, es ist nur so, dass ich diese Verträge dringend brauche und ich dachte, du bist schon fertig damit. So gut wie. Ich muss ja nur noch mal Korrektur lesen. Also wenn du willst, helfe ich dir. Zeig mir, was du übersetzt hast. Kannst du Spanisch? Ja, ein bisschen schon. Ja, aber die ganzen Fachbegriffe, deshalb sitze ich ja auch schon so lange daran. Es ist nur so, dass ich diesen Text so dringend brauche. Ich schaff das. Ja? Pardon, aber ich sollte dich an deine Verabredung mit Konstantin erinnern. Ach ja, natürlich. Entschuldige. Natalie, wenn du die Verträge fertig hast, faxe sie bitte umgehend in die Holding, ja? Wird erledigt. Grüß ihn von mir. Mach ich. Tschüss. Tschüss. Geht es Ihnen nicht gut? Nur etwas schwummrig. Ich mach dann mal weiter. Mhm. Sie haben getrunken. Hör mir bitte zu. Bitte. Ich habe dir das Ja-Wort gegeben, weil wir zusammengehören. Wir beide und unser Kind. Hast du das vergessen? Nein. Susanne, ich weiß, wie du schaust, wenn du verliebt bist. Das siehst du. Und genauso hast du Lars angesehen. Weil ich in Gedanken bei dir war. Hast du auch an mich gedacht, als ihr euch geküsst habt? Der Kuss hatte nichts zu bedeuten. Steh doch wenigstens zu deinen Gefühlen. Wie soll ich zu etwas stehen, was nicht ist? Susanne, lüg mich nicht weiter an. Liebst du Lars? Gib mir eine klare Antwort. Ja oder nein, liebst du ihn? Ein Schweigen sagt manchmal mehr als 1000 Worte. Entschuldige, dass ich so spät dran bin, aber es ging nicht anders. Um ehrlich zu sein, dachte ich nicht, dass du überhaupt noch kommst. Wie kannst du so etwas nur sagen? Ich vermisse deine Mutter jeden Tag. Stimmt. Deshalb lebst du auch wie ein Mönch. Verzeih ihm sein Temperament, Francesca. Aber das kann er nur von dir haben. Wenigstens habe ich deinen Todestag nicht vergessen, Mutter. Komm, Konstantin, lass uns nicht streiten. Schön, dich zu sehen. Sie würde sich bestimmt auch sehr freuen, uns hier gemeinsam zu sehen. Ich würde mich auch gerne freuen, aber du machst es einem verdammt schwer. Konstantin, es gibt so viel Ärger in der Holding. Der Kampf gegen Degenhardt und... Solange du noch genug Zeit für Herrn Branders Ex hast, kann es so schlimm nicht sein. Ich liebe Elisabeth, Konstantin. Und ich soll dir schöne Grüße ausrichten. Aber jetzt sind wir bei Francesca. Und Sie meinen wirklich, dass die Kopfschmerzen davon verschwinden? Ist ein altes Hausmittel von mir. Kopfschmerzen, ja?
Ja, also gut, Sie haben recht. Sie können tun und lassen, was Sie wollen, solange andere nicht die Konsequenzen dafür tragen müssen. Ich habe alles unter Kontrolle. Johannes kriegt seine Übersetzung schon noch. In diesem Zustand? Entschuldigung, mir geht's total beschissen. Das sehe ich. Oh ja, vielen Dank, sehr aufbauend. Wenn die Übersetzung fertig gewesen wäre, dann hätte ich Ihnen vielleicht Gesellschaft geleistet. Manchmal hilft es ja, einen Schluck Champagner gegen den Kummer zu trinken. Aber die Betonung liegt auf manchmal und einen Schluck. Was soll denn jetzt Johannes von mir denken? Ich krieg noch nicht mal eine einfache Übersetzung hin. Und wenn Ansgar davon erfährt, dann hält er mich sowieso wieder für die komplette Versagerin. Erst einmal machen wir sie wieder fit. Und wie? Vor allen Dingen brauchen sie Wasser. Sehr, sehr viel Wasser. Und dann? Kopfschmerztablette, frische Luft und Kaffee. Danke, Elisabeth. That you can call him heartache. Yes, you can call him that. You can call him heartache. You'll never take it back. Wenn ihr damals nicht gewesen wärt, Carla, Leonard, Ansgar, du, ich hätte nicht gewusst, wie es weitergehen soll. Nach Francescas Tod machte das Leben für mich einfach keinen Sinn mehr. Bravo! Da capo! Wer sind Sie bitte? Erkennst du mich nicht wieder? Du warst schon immer ein hübscher Bursche. Francesca hat ihre Freude an dir. Ganz im Gegensatz zu diesem alten Heuchler, dass du dich hierher traust. Raffaela. Es freut mich, dich im Beisein Konstantins hier anzutreffen. Warum? Einer muss ihn die Augen öffnen, junger Mann. Du bist immer noch so liebenswert wie früher. Wenn ich dich sehe, kann ich einfach nicht anders. Ihre Mutter war eine so zauberhafte Frau, bis sie dieses Scheusal geheiratet hat. Danke für die Blumen, Raffaela. Aber mit jedem Jahr an Johannes Seite wurde sie stärker erdrückt von seiner Enge und Kleinherzigkeit. Was für ein Glück, dass sie so eine treue Freundin wie dich an ihrer Seite hatte. Würden Sie mir sagen, was Sie von mir wollen? Brauchen Sie noch lange? Das Fax müsste längst raus sein. Gleich. Ich will den Text nur noch mal durch die Rechtschreibung jagen. So, fertig. Na wunderbar, jetzt noch ausdrucken, dann ist es geschafft. Ich habe ihn schon in die Holding gemeldet. Ist ja alles auf dem richtigen Weg. Danke. Ohne Sie hätte ich das nicht mehr geschafft heute. Oh, ich bitte Sie. Jeder hat einen schlechten Tag. Es ist nur... Ja? Bei mir häufen sich die schlechten Tage in letzter Zeit. Haben Sie ja schon länger Schwierigkeiten? Mit Ansgar, meine ich. Wie oft denn noch? Ich muss zu Carla. Bedauere. Die Gräfin hat ausdrücklich erklärt, dass sie nicht gestört werden möchte. Auch nicht von mir? Gerade nicht von Ihnen. Das waren Ihre Worte? So leid es mir tut. Ihre Floskeln können Sie sich sparen. Meine Aufgabe ist es, die Wünsche der Herrschaften zu erfüllen und nicht Ihrer Gäste. Ich bin kein Gast. Ich bin Carlas Frau.
Frau Brandner, ich habe ausdrückliche Anweisungen. Können Sie nicht einmal, ein einziges Mal eine Ausnahme machen? Was ist? Gibt's Probleme? Nein, es ist alles in Ordnung. Ich muss nur was mit Inga klären. Oh, sieh an. Der Plebs im Disput. Entzückend. Danke. Bitte, können Sie nicht doch eine Ausnahme machen? Das liegt nicht in meinem Ermessen. Dann richten Sie ja aus, dass ich hier warte. Für den Fall hat sie gesagt, ich soll sie nach Hause schicken. Dann sagen Sie ja wenigstens, dass ich hier war. Wie Sie wünschen. Danke. Wie lange kannten Sie meine Mutter? Seit der Grundschule. Wir hatten keine Geheimnisse voreinander. Francesca hat immer davon geträumt, einen Prinzen zu heiraten. Stattdessen hat sie den da bekommen. Ein Graf ist doch so viel schlechter nicht, oder? Was macht denn dein Mann, Raffaella? Die hat Francesca immer so sehr gemocht. Schon immer. Morgens, wenn sie in den Unterricht kam, trug sie oftmals eine weiße Lilie im Haar. Sie war ein Engel. Bis zu ihrem tragischen Tod waren wir wie Schwestern. Hier war unsere Freundschaft ja schon immer ein Dorn im Auge. Ich habe mich die ganzen Jahre gefragt, wieso Francesca ausgerechnet deine Nähe gesucht hat. Sie brauchte eine Freundin, der sie ihr Herz ausschütten konnte. Und das seit dem Tag der Eheschließung. Bevor du gleich gehst, sage mir doch bitte, warum du gekommen bist. Heute ist Francescas Todestag. Richtig. Und der Friedhof hat 12 Stunden lang geöffnet. Warum kommst du ausgerechnet jetzt? Das war natürlich Absicht. Ah ja. Sag deinem Stiefsohn endlich die Wahrheit. Er hat ein Recht zu erfahren, was damals passiert ist. Was meint sie damit? Keine Ahnung. Merkwürdige Tante. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, sie ist eine Hexe. Was meinte sie mit ihren Andeutungen? Kannst du mich was Leichteres fragen? Es gibt also nichts, was du mir sagen möchtest. Konstantin, ich habe dir alles gesagt. Okay, gut. Dann ist ja alles in Ordnung. Seit Hannes Verschwinden ist alles anders. Schade, ich dachte, mein Tipp mit dem romantischen Abend wäre eine gute Idee gewesen. Das mag funktionieren bei Paaren, bei denen es ansonsten gut läuft, aber bei uns stimmt nichts mehr. Das ist nicht gut, so kurz nach der Hochzeit. Aber ob Champagner das kittet? Ich war so fertig. Wie soll's denn jetzt weitergehen mit Ihnen? Na, sieh mal Anna an. Auch der Mittelstand im Disput. Ansgar. Ja. Hast du die Besetzung rausgeschickt? Selbstverständlich. Aber dir bin ich mir da nie so sicher. Natalie ist schon lange fertig damit. Umso besser. Das sind ja mal erfreuliche Nachrichten. Ansgar, sollen wir noch eine Kleinigkeit zusammen essen? Essen? Ich hatte einen anstrengenden Tag. Ich leg mich hin, ja? Also jetzt verstehe ich, warum es eine ganze Flasche Champagner sein musste. Wer springt denn mit Ihnen um? Schon gut. Was heißt hier schon gut? Vergessen Sie einfach, was ich Ihnen erzählt habe. Irgendwie schaffen Ansgar und ich das schon. Danke. Sag mal, hat Natalie die Verträge gestern noch rausgeschickt?
Ja, gleich nachdem du weg warst. Schön. Kam sie dir auch etwas angeschlagen vor? Angeschlagen? Ja, ich fürchte, sie hat Ärger mit Ansgar. Hat sie diesbezüglich nichts zu dir gesagt? Ach so, doch. Also ich meine, die beiden wollten einen netten Abend miteinander verbringen. Stattdessen schlägt sich Ansgar in der Holding die Nacht um die Ohren. Natalie ist im Moment nicht sehr glücklich über ihre Ehe. Ich wusste es. Seit der Sache mit Hannes ist Ansgar ihr gegenüber sehr reserviert, um nicht zu sagen schroff. Das Schicksal seines Sohnes macht ihm schwer zu schaffen. Er versucht natürlich, sich nichts anmerken zu lassen, stürzt sich lieber in die Arbeit. Ja, auf Kosten seiner Ehe. Leider ist Natalie nicht ganz unschuldig am Verschwinden des Kindes. Aber wenn die beiden sich gegenseitig zerfleischen... Bedeutet das früher oder später das Ende ihrer Ehe? Willst du das hinnehmen? Was soll ich bitte tun, Elisabeth? Du hast mir mal erzählt, Natalie, sei Ansgars einzige große Liebe gewesen. Vielleicht sprichst du mal mit deinem Sohn. Ja, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Du weißt ja, über Gefühle zu sprechen, war noch nie seine Stärke. Hat er endlich Zeit? Sei nicht so ungeduldig. Herr Degenhardt ist immer noch in einer sehr wichtigen Besprechung. Willst du vielleicht etwas lesen? Etwas lesen? Sind wir im Wartezimmer beim Arzt? Schönen Tag noch, mein Lieber. Hallo, Konstantin. So, jetzt kannst du zu ihm. Was willst du denn? Ich habe überhaupt keine Zeit. 5 Minuten. 2. Dann was macht denn die Alte bei dir? Was? Welche Alte? Ich weiß nur, dass sie mit Vornamen Raffaela heißt. Raffaela Klemm ist eine sehr gute Freundin von mir. Wir haben uns lange nicht gesehen und sie hat mich jetzt besucht. Ausgerechnet heute. Warum? Gidi, meine Jacke bitte. Du entschuldigst mich, ich habe einen Termin. Hallo. Hallo. Zu dir wollte ich gerade. Ja, du brauchst heute mit dem Essen nicht auf mich warten, es könnte später werden. Schon klar. Langsam gewöhne ich mich dran. Ja, umso besser. Sonst noch irgendwas? Liebst du mich noch? Gott, was soll das denn jetzt? Sag es mir. Ja, ich wüsste nicht, was es da zu besprechen gäbe. Ansgar, immer wenn ich dir was sagen will, hauchst du sofort ab. Ja, ganz genau. Weil ich dein Gelaber nicht mehr ertrage. Was soll das denn jetzt? Ja, wer bringt denn die ganze Welt im Minutentakt auf den neuesten Stand über unsere Ehe? Ich habe nur mit Elisabeth gesprochen. Ja, ganz genau. Warum hältst du nicht einfach die Klappe? Jedenfalls nicht. Es tut mir alles so leid. Mir auch. Wie kann ich dir nur beweisen, dass der Kuss mit Lars nichts zu bedeuten hat? Wenn du es nicht weißt, wer dann? Ich liebe dich. Scheinbar nicht genug, sonst hättest du Lars nicht geküsst. Ich habe heute Nacht kaum geschlafen. Ich auch nicht. Vielen Dank. Noch so eine Nacht stehe ich nicht durch. Ich halte es nicht mehr aus ohne dich. Warum fragst du dann nicht Lars? Vielleicht tröstet er dich ja. Gib uns bitte noch eine Chance. Damit du mich weiter enttäuscht? Wir wollen noch eine Familie gründen. Das Genehmigungsverfahren ist bald durch. Es kann sich höchstens noch um Tage handeln. Dann kann Omni Remarker das Medikament also endlich auf den Markt bringen.
Es arbeiten bereits zwei Agenturen an der Kampagne. Die Entwürfe sind wirklich großartig. Sehr schön. Je schneller wir es dort durchsetzen, desto schneller steigt der Wert der Firma. Wie war es denn eigentlich gestern mit Konstantin? Du weißt, dem Jungen bedeutet seine Mutter alles. Ja. Sobald die Firma aus dem Gröbsten raus ist, werde ich auch mal wieder an Francescas Grab gehen. Du bist nicht gerade ein Freund großer emotionaler Gesten, hm? Ich mache das eben lieber mit mir selbst aus. Meinst du, dass das immer der beste Weg ist? Ach, weißt du, ich denke, Mutter wird auch nicht wieder lebendig, wenn ich ständig an ihrem Grab stünde und auf den Grabstein einredete. Stell dir vor, wer gestern auch auf dem Friedhof war. Raffaela Klemm. Oh Gott, war das nicht diese gestörte Person, die dir nie verziehen hat, dass du Mutter geheiratet hast? Sie versprüht immer noch Gift und Galle. Mein Gott, war das eine Fuhre. Oh, das ist sie immer noch. Ja, und was wollte sie? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Hm. Ach, die Frau ist hochgradig hysterisch. Es macht wahrscheinlich wenig Sinn, sich über die den Kopf zu zerbrechen. Es gibt wahrlich wichtigere Dinge. Das habe ich Konstantin auch gesagt. Mama. Liebe Raffaela, du sollst es als Erste erfahren. Ich bin wieder schwanger. Morgens ist mir zwar etwas übel, aber ansonsten geht es mir blendend. Ich freue mich wahnsinnig auf das Kind und auch wenn du jetzt lachst, ich bin mir sicher, es wird ein Junge. Was hast du in meinem Büro verloren? Du wusstest davon. Drück dich bitte deutlich aus. Die Briefe sind von Mama. Johannes wollte mich abtreiben lassen? Und du redest immer von Familie. Es war unsere Idee. Das wollten wir beide. Es war deine. Wir hatten doch bis jetzt eine schöne Zeit zusammen. Ja, und die hast du gründlich versaut. Es war nur ein Kuss. Mit dem Vater unseres Kindes. Lars schwängert mich. Und zum Dank küsst er dich. Sind das die guten Voraussetzungen für eine harmonische Familie? Das Kind war unser größter Wunsch. Da wird uns doch so eine kleine Krise nicht aus der Bahn werfen. Hätte ich gewusst, mit welchen Überraschungen du während der Schwangerschaft kommst. Du wirst doch nicht wegen eines einzigen blöden Kusses all unsere Pläne über den Haufen werfen wollen. Ich war nie an der Schwangerschaft interessiert. Mein Leben, das war ausgefüllt genug. Sagst du jetzt nur, weil ich dir wehgetan habe? Nein, diese Schwangerschaft war ein Fehler. Ein großer, idiotischer Fehler. Carla. Und am liebsten würde ich das Kind abtreiben.